und herzlich willkommen zu einem neuen Rezept für deinen Erfolg im Network Marketing. Heute ein Video von mir, nicht von Peter, weil er gerade nicht da ist, deswegen gibt es auch keinen Küchenwitz. Aber dafür geht es um ein besonders wichtiges Thema, nämlich dass viele telefonieren mit dem Handy, eine der Hauptbeschäftigungen von den Networkern. Und ihr kennt das alle, wenn man lang mit dem Handy am Ohr telefoniert, man hat richtig das Gefühl, dass die Hirnzellen wegschmelzen, es wird heiß. Also es kann nicht gesund sein, man spürt das und es gibt ja auch genügend Studien, die die Bedenklichkeit von Handystrahlung nahelegen oder sogar belegen. Und telefonieren natürlich viele von euch mit einem Headset oder einem Bluetooth-Headset, Kabel-Headset. Das ist sicher besser, aber trotzdem, gerade auch, ja, wenn man viel im Auto telefoniert oder das Handy nebendran liegt, dann strahlt es ja trotzdem. Und ich wollte für mich einfach eine Lösung, wie ich auf diese Handystrahlung komplett verzichten kann und habe da eine sehr coole Variante gefunden, völlig ohne Handystrahlung, und die möchte ich euch gerne vorstellen. Und zwar geht das mit Skype. Ihr könnt euch auf Skype ein Guthaben hochladen oder auch ein Abo für ein paar Euro im Monat buchen und damit könnt ihr dann auf Festnetz- und Mobilnummern anrufen. Und ihr könnt das so einstellen, dass beim Angerufenen eure Handynummer angezeigt wird. Das heißt, der Angerufene merkt nicht, dass ihr von einem Laptop aus anruft. Und wenn er euch zurückruft, wenn ihr zum Beispiel Interessenten anruft und die nicht erreicht, die sehen dann eure Handynummer und rufen die auch zurück. Ja. Das war mir ganz wichtig, weil wenn ich irgendwo anrufe und dann ist da irgendeine Nummer, die niemanden kennt, das hilft ja niemandem was. Also mit Skype, das zeige ich euch nachher, wie das geht, wie man das einrichtet, dass man eure Nummer dann sieht und da empfangene Anrufe. So, und dann als zweites habe ich mir einfach noch ein Headset gekauft, das kann ich euch auch verlinken, ich bin da sehr zufrieden damit, das war ganz günstig, trägt sich irrsinnig angenehm, ja, ist gute Sprachqualität und verwende ich auch so zum Musik hören, ja, oder zum Videoskypen. Genau, und den Laptop schließe ich dann einfach ans LAN an. Das heißt, natürlich, wenn man den Laptop dann mit dem WLAN verwendet und auf dem Schoß stehen hat, dann hat man wieder die Strahlung. Also wenn man es ohne Strahlung haben möchte, dann einfach den Laptop ans LAN oder den PC, wenn ihr an einem arbeitet. Skype aufmachen, eure Kontaktliste durchtelefonieren und ihr könnt stundenlang telefonieren und habt keine einzige Strahlung. Das heißt Tipp. So, jetzt zeige ich euch in Skype, wie man das einrichtet. Also ihr geht auf die Seite skype.com. Meldet euch dann mit dem Konto, was ihr auf Skype habt, an, also mit eurem Benutzernamen und eurem Passwort. So. Dauert ganz kurz. So, und jetzt könnt ihr hier auswählen, in dem Fall entweder ein Guthaben aufladen oder in meinem Fall ein Abonnement. Ich habe jetzt hier 400 Minuten ins österreichische Mobilfunk- und Festnetz, weil ich telefoniere trotzdem noch auch übers Handy und die meisten Telefonate sind nach Österreich, das geht auch europaweit. Das könnt ihr dann einfach auswählen, wenn man hier auf Abonnement hinzufügen geht. Gibt es ganz viele verschiedene und ihr könnt dann mal sagen, in welches Land ihr vorwiegend telefoniert, also zum Beispiel nach Deutschland. Und dann könnt ihr hier sehen, 400 Minuten gibt es um 7,80 Euro, auf die ganze Welt unbegrenzt gibt es um 15,60 Euro pro Monat und so weiter. Und dann könnt ihr das auswählen, kann man jeden Monat auch kündigen. Gibt auch nur ins Festnetz oder nur ins Mobilfunknetz, ja, und so weiter. Da kann man sich alles aussuchen. So, das ist mal das eine. Dann noch einmal zurück oben auf euren Skype-Namen, dann kommt ihr in die Einstellungen. Und jetzt kann man unter Rufnummernanzeige, also Funktionen verwalten, Rufnummernanzeige, kann man dann die eigene Handynummer angeben, die angezeigt werden soll. Und ihr seht da unten, also Rufnummernanzeige bearbeiten, ich habe meine schon hinzugefügt und ihr kriegt dann einen Code zugeschickt, dass ihr die bestätigen müsst, also per SMS, und dann ist das eingestellt. Okay. Ja, ich hoffe, ich kann vielen von euch mit diesem Tipp helfen und etwas zu eurer langen Gedächtnisleistung und Gesundheit beitragen und wünsche euch viel Erfolg beim Telefonieren. Bis zum nächsten Mal, dann wieder mit Peter. Der Peter lasse ich jetzt übrigens wieder den Abspann sprechen. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann abonniere unseren Channel. Du wirst dann immer informiert, wenn es neue Videos oder Inhalte gibt. Komm auch in unsere Facebook-Gruppe MLM Küche. Dort kannst du deine Fragen stellen und wir sind für dich da. Den Link dazu findest du in der Description. Wir freuen uns auf dich.